Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Löwen, bei mir bei eurer Crazy Owl zu eurer Monatslegung für Juni 2024. Für alle, die den Löwen als Standzeichen haben, im Mond, Venus oder Aszendent. Wie ihr seht, haben wir heute eine Stellvertreter-Wilma am Start, da sich aufgrund der beginnenden Marktsaison die echte Wilma noch in unserer Truhe vom Markt befindet. Und ich habe jetzt die Genehmigung erhalten, einen Stellvertreter hier zu präsentieren. Wie immer ist es eine allgemeine Legung, Rollen können vertauscht sein, diese Legung ist zeitlos und du schaust die Legung bitte immer in deiner eigenen Verantwortung. Wenn's nicht deine Legung ist, mach's auch nicht zu deiner Legung. Wir haben heute das Krafttier-Orakel, das Vice Versa Tarot, Erat Aliquando, das Gilded Reverie Lenormand und natürlich die Faul-Runen für euch am Start, liebe Löwen. So, und schon geht's los. Und wir schauen mal, welches Krafttier euch, liebe Löwen, im Juni begleitet. Gucken wir mal, was sich da zeigen möchte. So, es klingelt an der Tür, aber keiner hört was. Ich kann jetzt nicht weg. So, schauen wir mal, welches Krafttier begleitet euch im Juni? Wir haben den Steinbock. Willensstärke, Konzentration und Ausdauer sind jetzt erforderlich. Dein Weg wird dir Erfolg und neue Wachstumschancen bringen. Also es scheint so, lieber Löwe, dass ein paar Herausforderungen vor dir liegen, aber der Steinbock begleitet dich hier, damit du mit Konzentration und Ausdauer dein Ziel erreichen magst. Schauen wir mal, in welcher Energie ihr startet. Was war, was ist? In welcher Energie starten die Steinböcke? Nein, nicht die Steinböcke, weil der Steinbock lag. Starten die Löwen. So, wir fokussieren uns in den Juni. Was war, was ist? In welcher Energie? Das sind zu viele. Starten die Löwen in den Juni. Jetzt haben wir es. So. Und wir haben die Kraft von der Rückseite und die Acht der Stäbe. Liebe Löwen, ich sehe bei euch eine Menge kraftraubendes Diskussionspotenzial. Die Acht der Stäbe ist ja die zweitschnellste Karte im Tarot und die Acht der Stäbe bringt jede Menge Impulse, Gespräche, Informationen, die auf einen einprasseln und wir haben die Karte, die Kraft von der Rückseite. Was heißt, dass diese Diskussionen in der letzten Zeit oftmals nicht wirklich zielführend waren, dass vielleicht auch dem einen oder anderen mal die Hutschnur geplatzt ist, die Diskussionen ausuferten und das Ganze natürlich dann auch sehr kräftezehrend zu sein scheint. Es scheint hier auch, wenn ich mir diese Position anschaue von der Rückseite, als ob man hier mit sehr übermächtigen Gesprächspartnern zu tun hatte, die sich sehr aufplustern, sehr so ein bisschen, mir kommt hier so eine Ego-Überhöhung durch, jemand, der sich über euch erheben will, der sich über euch stellen will und dass hier wirklich kräftezehrende Diskussionen am Start waren. Das Ganze ist mit der Rückseite von der Drei der Kelche. Es ist die Energie, dass es eben nicht um Dankbarkeit, um Verbundenheit, um Ernte ging, sondern dass es irgendwie so, also ich habe das Gefühl, es ging hier ganz viel um das Thema, was ist meins, was ist deins, was ist unser, also wobei das unser, ne, was meins ist, ist deins und was deins ist, ist meins und was meins ist, geht dich überhaupt nichts an. So, diese Energie habe ich hier so ein bisschen im Feld. Schauen wir mal. Was ergänzt hier Erat Aliquando für die Löwen? Was war, was ist? Was haben wir denn da? Die Taube, also wieder der Hinweis, dass es hier wirklich um Kommunikation geht. Wir haben die Taube, wir haben die Schmiede, wir haben die 7 Meilenstiefel. So,
Was haben wir noch? Ein bis drei Karten würde ich noch nehmen. Das sind zu viele. Wir nehmen die Nachtigall. Die blieb hier sehr präsent liegen. Jetzt noch ein bis zwei Karten, bitte. Gott. So. Und was ergänzt das Lenormand? Das ging fix. Wir haben den Kompass und den Reiter. Okay, also, ich sehe, wie gesagt, mit der Kutsche langwierige Gespräche hier liegen. Wir haben die Spiegelung von mit der Kutsche auf die Taube. Ja, mit der Kutsche ist eine Energie, die sagt Eile mit Weile. Und diese spiegelt auf die Taube, die eine Kommunikationskarte ist. Im klassischen Sinne steht die Taube für die friedvolle, die lichtvolle Kommunikation. Aber nachdem ich ja hier so diese Tarotkarten liegen habe, habe ich eher das Gefühl, dass das so endlos Gespräche sind. Gespräche, die sich ewig in die Länge ziehen, wo man wie mit einer kranken Kuh redet, ne? Also das ist eine zähe Geschichte. Und wir sehen auch, dass das Ganze euch wirklich mit der Spiegelung von dem Amboss auf die Nachtigall, mit dem Abendlied der wahren Liebe, dass das hier so eine Energie ist, dass man hier wirklich an sich arbeitet, hier in der Liebe zu bleiben, hier in einer liebevollen Energie zu bleiben. Also, ne, egal ob das, es kann es natürlich auch sein, dass es hier euer Herzensberuf ist, weil die Schmiede steht auch für den Beruf oder für die Berufung. Also es kann sich natürlich auch um berufliche Themen handeln, aber hier versucht man wirklich eine mitfühlende, eine verbindende Kommunikation an dieser Energie zu arbeiten. Ja, aber es ist wirklich so, dass sich mit der zentralen Karte der 7 Meilenstiefel, dass sich hier bei euch wirklich einige Ereignisse überschlagen und diese Endlos-Diskussionen euch im Endeffekt wahnsinnig viel Kraft kosten, weil es 5000 andere Dinge zu tun gäbe. So fühle ich das hier. Ja, und man nicht ewig diskutieren will. Also man kann ja auch Dinge zu Tode diskutieren. Und das Ganze ist aber grundlegend wichtig, weil es hier mit dem Kompass und dem Reiter schon darum geht, dass ihr mit dem Menschen, mit dem ihr hier diese Diskussionen habt oder mit den Kollegen oder Freunden, weil es hier darum geht, dass man gemeinsam mit dem Kompass hier auf ein Ziel hinarbeitet. Und ihr wisst, dass wenn ihr alle an einem Strang zieht, dass dann die Dinge sich wesentlich schneller manifestieren mit dem Reiter, es hier wesentlich schneller vorangeht, wenn hier alle mal an einem Strang ziehen, als wenn man hier vielleicht dann noch mit Widerständen und Diskussionen weiter zu tun hat. Also es ist für euch so ein bisschen eine herausfordernde Energie. Wir sehen die 3 der Kelche von der Rückseite, ne? Also so dieses, hey, okay, wie kriege ich denn jetzt alle dahin, dass wir gemeinsam dann eine Ernte einfahren können. Es ist etwas, was euch sehr wichtig ist mit der verdeckten Energie des Rehkitz. Das mag vielleicht auch sein, dass es beim einen oder anderen auch darum geht, vielleicht habt ihr ein Puppertier zu Hause, ja, wo es eben darum geht, dass der vielleicht irgendwelche Ideen hat, die sehr risikobehaftet sein könnten hier mit dem Würfel. Und ihr wollt euer Kind natürlich beschützen oder auch diese Menschen, um die es hier geht, die sind euch wichtig und die sind vielleicht, seid ihr auch als Führungskraft für Mitarbeiter verantwortlich oder so. Ja, und ihr versucht hier ja, im Endeffekt mit Möglichkeiten zu spielen mit dem Würfel, um hier eine gute Lösung zu finden. So, schauen wir mal, was kommt denn hier auf die Löwen im Juni zu? Das sind ein bisschen viele. Maximal 2 Karten hätte ich gern. Also, nochmal. Nein? So, es schwurbelt bei euch. So, jetzt ab. Maximal 2 Karten. Es sollen wohl 3 sein. Na gut. Also. Was haben wir hier? Wir haben die 6 der Kelche, wir haben die 8 der Kelche und wir haben die 4 der Münzen von der Rückseite. Interessant. Die 6 der Kelche haben wir übrigens auch die haben wir von der Vorderseite. Also 6 der Kelche. Es kommt hier im Juni dazu, dass
Die Sechs der Kelche ist eine Seelenpartnerkarte, die Sechs der Kelche ist eine Nostalgiekarte. Es kann gut sein, dass jemand aus der Vergangenheit in eurem Leben wieder auftaucht mit der Sechs der Kelche. Jemand oder etwas, von dem ihr euch mit den Acht der Kelchen vor längerer Zeit schweren Herzens verabschiedet habt. Eine Option oder eine Angelegenheit, die ihr schweren Herzens hinter euch gelassen habt. Und ihr werdet im Juni tendenziell mit so einer Energie konfrontiert. Diese Endlos-Diskussionen, die ihr hier jetzt führt, so eine Energie habt ihr schon mal erlebt. Und ihr habt damals mit den Vier der Münzen krampfhaft versucht, daran festzuhalten und habt es nicht losgelassen. Die Vier der Münzen fällt jetzt aber hier von der Rückseite. Und wir sehen, dass sich der Fokus verändert. Damals waren die Vier der Münzen direkt vor eurer Nase und ihr habt vielleicht euch gedacht, ich will nichts verlieren, ich will auch nichts investieren, weil die Vier der Münzen ist die Energie loslassen oder festhalten. Das ist die Wahl, vor die euch die Vier Münzen stellt. Und hier sehen wir aber, dass ihr genau wisst, was ihr bereit seid zu investieren. Ja, weil die vier Münzen scheinen hier hinter dem Rücken dieses Herrn zu liegen. Und ihr blickt in eine sonnige Zukunft. Jetzt taucht hier jemand tendenziell im Juni aus eurer Vergangenheit wieder auf oder ihr fühlt euch an eine vergangene Situation erinnert, wo ihr damals vielleicht mit den vier der Kelchen emotional sowie materiell Verluste erleiden musstet. Ihr seid aber heute in einer ganz anderen Position. Ihr wisst um euren Wert, ihr wisst um das, was ihr bereit seid zu geben, was ihr bereit seid zu investieren. Und ihr wisst ganz klar, wo euer Weg euch hinführen wird. Eure Position ist in dieser Situation jetzt eine andere als damals. Und dennoch liegt hier auch eine Heilung mit drin, weil ihr eine alte Erfahrung neu in einem neuen Handlungsspielraum erleben könnt. Ja? Und der Steinbock bringt euch hier die nötige Willensstärke, dass ihr euch konzentriert, dass ihr auch die Ausdauer habt, dieses Ziel, was ihr hier schon in der sonnigen Zukunft seht, zu erreichen. Da gibt euch der Steinbock die nötige Kraft dafür. Sehr interessant. Da bin ich jetzt gespannt, was Erat Aliquando noch ergänzt. Was kommt hier auf die Löwen zu? So, was kommt hier im Juni auf die Löwen zu? So, wir haben Sankt Nimmerleins Tag. Wir haben der Zyklus. Wir haben den Herrn. Ihr wisst, der Herr ist immer für einen Gegenüber oder einen euch wichtigen Menschen gefallen. Na, die Dame steht für euch als meine Zuschauer, egal ob ihr männlich oder weiblich seid. Bedenkt aber auch, Rollen können vertauscht sein. So. Schauen wir mal, was hier noch das Lenormand ergänzt. So. Schicksalhafte Umwege. Mit der Schlange und dem Kreuz. Okay, also es kommt irgendetwas aus der Vergangenheit auf euch zu. Na, die Schlange kann auch sein, dass so jemand, ne, da taucht jemand wieder auf. Okay, etwas aus der Vergangenheit, etwas Nostalgisches, wo ihr schon mal einen Abschied schweren Herzens verkraften musstet, kommt hier im Juni auf euch zu. Ihr seid aber jetzt in einer wesentlich besseren Position als damals. Es geht generell um eine Situation, wo ihr wahnsinnig reden müsst, wahnsinnig viel reden müsst. Ihr müsst euch sehr viel erklären, habe ich das Gefühl. Das ist so, ja, im Allgäu sagt man, da schwätzt man wie mit einer kranken Kuh. Ja, und so fühlt sich das an. Und es ist auch so, dass ihr im Juni, ich nehme hier so eine leichte Genervtheit wahr,
Ja, soll ich jetzt hier bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag hier mich immer wieder zurückziehen, meine Kräfte, ne, meine Selbstkräfte, selbst meine Willensstärke mobilisieren hier mit dem Dachs in der Höhle? Und soll das jetzt ewig so weitergehen? Ihr wollt diesen Diskussionszyklus, den wollt ihr durchbrechen. Wir sehen den Zyklus und den Besen. Ihr wollt hier aufräumen. Das kommt hier im Juni auf euch zu, liebe Löwen. Ihr seid des Diskutierens müde. Ihr habt mit dem Steinbock ein Ziel vor Augen, ja, und ihr wollt euch darauf konzentrieren und ihr wollt das mit Ausdauer umsetzen. Und ihr werdet aufhören, euch in immer wiederholenden Diskussionen zu verlieren. Weil ihr merkt, ihr habt hier jemanden in eurem Umfeld mit der zentralen Karte, der Herr und die Schnecke. Habt ihr jemanden in eurem Umfeld, der hier so ein bisschen Verzögerungstaktik macht? Ja, das ist jemand, der spricht nicht offen, der ist so ein bisschen verschlossen, der mag vielleicht auch schon älter sein, eine etwas ältere Energie. Und mit der Schnecke ist es so, der will sich nicht bewegen, der lässt sich irgendwie nicht von eurer Willensstärke, von eurem Power anstecken, sondern der spielt hier auf Zeit und bringt hier immer wieder Verzögerung ins Spiel. Das ist also echt nervig. Also ich nehme euch als genervt wahr. Das ist so, irgendwann ist man es einfach leid, es nochmal und nochmal zu erklären. Und so nehme ich das wahr. So, das ist so, wie wenn ihr sagt, so verdamm ich nochmal, wenn du es jetzt nicht kapierst, dann mache ich es eben allein. Ja, und wir sehen hier wirklich, dass euch diese Verzögerungstaktik, dieses Hinauszögern, diese Umwege, diese Umständlichkeit, dass euch das wirklich, wirklich belastet. Das sehen wir hier im Juni. Ich habe die verdeckte Energie, dass es hier sehr wohl um einen Menschen geht, der euch wichtig ist. Ich habe die zwei der Kelche, ich habe die Rosenhecke und ich habe den Ring. Es ist schon jemand, mit dem ihr gerne wertschätzend und auf Augenhöhe arbeiten wollt. Aber das ist hier alles im Verborgenen mit hinter der Rosenhecke. Ihr könnt, was diese Verbindung angeht, so als verdeckte Energie vielleicht auch nur beobachten. Wenn der andere gerade nicht bereit ist, die Energie, die für euch wichtig und richtig ist, mitzugehen, dann gilt es eben, den anderen auch in Liebe da sein zu lassen, wo er gerade sein möchte. Ja, also es ist schon, scheint mir nicht so ganz einfach für euch zu sein. Jetzt schauen wir mal, was ist denn hier der Tipp des Universums für die Löwen? Ja, Ritter der Münzen. Das ist der langsamste aller Ritter, aber er ist auch der Ritter der Zuverlässigkeit, der Beständigkeit und der Ausdauer. Ja, bleibe dran. Verliere dein Ziel nicht aus dem Blick. Arbeite Schritt für Schritt weiter. Lass dich auch, das ist auch so ein bisschen, der Ritter der Münzen ist manchmal auch so ein bisschen eine sture Energie. Ja, also das ist so, vielleicht braucht ihr auch eine gewisse Portion Sturheit, um stoisch euer Ziel zu erreichen. Und da hilft euch dann natürlich auch wieder der Steinbock mit seiner Konzentration und Ausdauer, ja, die ihr jetzt benötigt, um euren Weg zu gehen. So, und was ergänzt hier noch Erat Aliquando? Was ergänzt hier Erat Aliquando? Da haben wir die Gefährten. So, wir haben die Gefährten, wir haben den Hirsch, wir haben den Rahmen. So, wir haben die Ordnung und wir haben den Goldfisch. Okay, schauen wir mal, was das Lenormand noch ergänzt. Das sind zu viele. Ihr habt heute so viel zu erzählen, liebe Löwen. So, ein bis maximal drei Karten. Eine haben wir schon mal, der Bär. So, die kommen weg und das Herz blieb auf dem Tisch liegen. Das lassen wir hier stehen. Also, der Bär und das Herz. Okay, also ihr solltet wirklich euer Ziel im Blick behalten. Ein bisschen stoisch vielleicht auch
in dem Moment sein. Ja, es ist der Ritter der Münzen, der bewegt sich langsam, aber der ist beharrlich und der geht einfach seinen Weg. Es geht darum, dass man Menschen als Gefährten bezeichnen kann, auch wenn es manchmal vielleicht etwas verschleiert fließt. Ja, auch das gilt es vielleicht für euch zu akzeptieren, dass ihr nicht alles verstehen können müsst, was den euch hier wichtigen Menschen betrifft. Ja, das ist manchmal verschleiert und dennoch ist hier eine Verbundenheit. Man muss sich nicht immer in allem einig sein, kann hier vielleicht auch die Botschaft sein. Es sollte aber schon klar sein, dass der Tipp des Universums ist, dass ihr in eure Präsenz geht. Dass ihr eurer Ordnung folgt. Ja, dass ihr einfach sagt, okay, ich habe mir hier einen Rahmen gesteckt, ja, ein Ziel gesetzt, das sind die Rahmenbedingungen, wie ich dieses Ziel erreichen kann, und dass ihr das in voller Präsenz auch verfolgt. Man könnte sagen, die Kombination von Bär und Herz hier vom Lenormand, mutiges Herz. Ja, der Bär steht für Autorität, steht für Mut, steht auch für Rückzüge. Und hier nehme ich wirklich wahr, mutiges Herz. Egal um welche Angelegenheit es bei euch geht, ob beruflich, privat, ob es ein Projekt ist, ob es eine Freundschaft ist, eine Liebesverbindung, wie auch immer. Es geht wirklich darum, ihr habt ein klares Ziel vor Augen, liebe Löwin, und das gilt es im Blick zu behalten. Und das gilt es auch, ein Stück weit kommt mir hier so ein bisschen die Energie von auf Biegen und Brechen durch, also dass ihr wirklich, ihr wollt dieses Ziel einfach erreichen und hier sind immer so ein paar Verzögerungstaktiken. Ihr habt euch den Mund fusselig geredet, ihr habt versucht, diese Hinhaltetaktik, die da im Feld ist, Verständnis zu haben und wie mit einer kranken Kuh geredet, ja, aber es geht darum, dieses Ziel scheint euch so wichtig und wertvoll zu sein, dass ihr wirklich mit der Kraft des Steinbocks die Ausdauer und die Willensstärke wirklich, wirklich haben solltet, denn es wird euch Erfolg und neue Wachstumschancen bringen. Und den Erfolg sehen wir auch schon hier. Wir haben hier den Ritter der Münzen. Und wie geht's weiter? Der König der Münzen. Darunter die 10 der Münzen. Hey, das ist Fülle. Das ist der fürsorgliche, warmherzige König. Und die 10 der Münzen ist die Schnitzelkarte. Ihr werdet hier einen Weg finden mit der Maus, ja, und es geht aber darum, in die Handlung zu kommen. Es ist auch die Aufgabe des anderen, der darf für sich schauen, ja, darunter liegt das Buch, der weiß noch nicht, wie er damit umgehen will. Aber es geht für euch darum, in die Handlung zu kommen, denn euer Ziel ist in greifbarer Nähe hier mit dem König der Münzen und den 10 der Münzen, meine lieben Löwen. So, und was... Welche Rune begleitet die Löwin hier für den Juni? Da habe ich sie. Ja, die Ewas. Schau dir das an. Schreite voran. Schreite voran. Die Ewas ist das Pferd. Hier geht es um eine Vorwärtsbewegung. Geh weiter. Hier begegnen sich Gefühle auf Augenhöhe. Aber wenn der andere emotional gerade nicht mitgehen kann, weil aus welchen Gründen